So, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von GTA 5, der Story Mode. Ja, und ja, das ist die zweite Folge und wir klauen uns jetzt hier diese zwei hübsche Karre. Ja, klar, komm zu Papi. Das kannst du knicken hier. Ich hol mir die geile Karre. Ja, und jetzt fahren wir. Wir versuchen es mal unfallfrei zu fahren. Ja, und das ist natürlich krank, beziehungsweise beschissen, dass Rockstar keine deutsche Synchro reinmacht, denn ich würde jetzt zu gerne das Ganze in Deutsch hören. Natürlich versuchen wir jetzt unfallfrei zu fahren, wie gesagt, und das wird wahrscheinlich eher nicht klappen. Oder es könnte vielleicht doch klappen. Mal schauen. Wir versuchen es mal. So. Scharfe Rechtskurve. What the fuck? What the fuck, der hat ihn weggefahren. Boom, ach du fuck, ey. Erster Unfall. Na gut, dann war es also halt nicht unfallfrei. What the fuck? Scheiße, zweiter Unfall. Falsche Seite und dritter Unfall und der ist weggeflogen. Alter, GTA ist einfach nur zu geil. Vierter Unfall, okay. Fast and the Furious und nicht geschafft, okay. Ja, wäre bald so wie in der Szene von Brian, wo er mit seinem Skyliner den Eclipse einfach nur mal so überholt in die Luft durch die Brücke. Aber hat nicht geklappt. Der fährt sich ja hier ein ab, dieser Lama. Da fällt ja gar nichts mehr zu ein. So. Wir sind fast da. Und jetzt überholen wir ihn. Yo, erster! Wow! Wie geht das denn? What you gonna slow the road for, dog? Move over so the traffic can flow through. Whatever, nigga. I'll let something flow through your ass. Ja, es ist doch noch erster geworden. Aber leider nicht unfallfrei. Aber was soll's. Und jetzt verfolgen wir die Bullen verfolgen uns. What the fuck? Da war ja ein Graben. Das war jetzt natürlich keine sehr schöne Szene. What the fuck? Alter, will er mich verarschen? So, wo verstecken wir uns? Mal hier weg hier. Alter, das darf nicht wahr sein. Und wohl dann auch wieder vor uns, hinter uns und überall. Und ich bleib hängen. Das darf nicht wahr sein. Ich könnte schon wieder kotzen. Da schon wieder Bullen. Ich kann sie nicht abhängen, Alter.
Ich krieg die einfach nicht abgehängt. Da auch schon wieder Bullen. Überall Bullen, überall, ey. Wenn ich nicht Let's Play, kriege ich die immer sofort abgehängt. Okay, hier aber jetzt. So, aber jetzt haben wir sie abgehängt, oder? Ich weiß, wo wir uns verstecken. Wir werden uns jetzt einfach hier in so einen Busch reinschmeißen. Genau. Und da wir ja sowieso nicht jeden hier... Wie heißt das? Jeden Sänger hier anschreiben wollen für die Rechte, werden wir das einfach jetzt mal so machen. So, dann haben wir mit der Rechte, mit den Rechten keine Probleme. Ne, der hat mich gesehen, oder? Das war doch wohl nicht hier im Busch verstecken. Hauptsache, ich krieg keine 3 Sterne, denn dann wird's hässlich. Mit Heli wird's schwieriger, sich zu verstecken. Wo fliege ich hin? Monster Stunt. Oh, das war ein Monster Stunt. Okay. Fehlgeschlagen, aber dafür können wir sie jetzt hier richtig gut abhängen. Hier finden sie uns nie. Nie. Wenn sie mich finden, dann knall ich mich selber ab. Wieder 2 Patrouillen. Oder Patrouillen oder Patrouillen oder wie auch immer. Ja. Wie gesagt, Leute, wenn ihr mal mit Let's Playen wollt, kein Thema. Da würden wir uns sogar richtig freuen. Und ja, wie es geht, wisst ihr ja bestimmt. Facebook adden, habe ich ja schon öfters mal hier erklärt. Und ja, einfach eine Nachricht schicken, mit welchem Spiel ihr mit uns Let's Playen wollt. Ja, der Rest regelt sich eigentlich von selber. Okay, schaffen wir es jetzt ohne Unfälle hier ans Ziel zu kommen? Sind ja nur noch 300 Meter oder so. Jo, geschafft. Mit einer kleinen Panne, aber geschafft. Und das Simeons Haus. Franklin kann hier Missionen abholen. Okay, unser Wagen sieht ein bisschen mitgenommen aus, aber ich meine, der repariert das schon. Der macht der Junge. This racist insulted me. Hey, what's up, Paul? Who you calling a nigger? No, no, I'm not calling nobody a nigger. Wait, what the fuck? I mean, N-word. That's not cool, man. I don't say that. You fucking right, and you better keep it right, because this man right here, he's an international businessman, a multiculturalist. That I could not have said better myself. Ja, du hättest es auch nicht besser sagen können. Seriously, maybe he's not a racist. But I don't think that he is man enough for a car like this. Wait a second. This guy right here, him? Get him a hybrid. That's a real man's car. I think you are right, Lamar. You get a tax rebate. I understand. Money is an issue, eh? Money isn't an issue. This is the best part. Watch this when he real or mean, he gonna get all his full money. Watch this. Look, man, I gotta go. Er muss weg, ist klar. Aber das gucken wir uns noch an, wie der den abzockt. Keine Frage. So, Jimmy, are you sure you are man enough? Take the wheel and show me. Sure, okay. How about we fall through, homie? Ja, komm, wir verpissen uns. So, anscheinend, das ist mein Privatfahrzeug. Jeder spielbare Charakter hat sein eigenes, einzigartiges Fahrzeug. Okay. Wir gehen aber hier raus.
Jetzt aber unfallfrei bis zur Garage. Meine Fresse, Alter. Du, ich fahr mir hier einen ab. Aber komm, das war ja hier nur so ein Kratzer. Sieht man ja kaum. So schlimm ist es nicht. So, sind bald da. Das bedeutet, sehr viele Unfälle können jetzt nicht mehr passieren. Rein theoretisch. Und da ist ja auch schon mein Haus. Ich fahre aber immer rückwärts rein, damit man immer schön hier direkt wegfahren kann. So, Fahrzeug gespeichert. Man, fuck you. I see you at work. Oh, nigga, don't hate me, cause I'm beautiful, nigga. Maybe you got rid of that old yee-yee-ass haircut. Der will anscheinend bei uns zu Hause pennen oder so. Also, das gibt's nicht, Alter. Nur Frauen dürfen bei mir pennen. Stop fucking with that brain surgeon, the lawyer she fucking with, nigga. Ja, dieses Wort dürfen wir nicht benutzen. Glaube ich. Friseursalons sind nun verfügbar bei... Okay. Okay, das ist anscheinend unser Haus. Und die guckt sich Cartoons an. Klar. Setzt sich auf die Couch, um fernzusehen. Wollen wir nicht. Franklins Gesundheit verbessert sich, wenn er über Gesundheitspakete geht oder sich an Automaten. Haben wir nicht zu Ende lesen können. Aber ist ja auch egal. Wenn du in dem Bett schläfst, speichert sich also unser hier Spielstand. Und das ist unsere Garderobe. Nicht sehr voll, aber die füllen wir noch. Keine Sorge. Okay, anscheinend stinkt ja schon ein bisschen der Junge. Und, ja, also, konzentrierter Fahrer konnten wir nicht wirklich machen. Nicht ein Kratzer haben wir aber doch gekriegt. Sieger haben wir auch. Wir kommen im Frieden. 88%. Ich meine, das war ziemlich nice, oder? Und ja, ich würde mal ja sagen, wir speichern. Und somit endet unsere jetzige Folge. Aber gleich gibt's auch wieder die nächste. Neuer Spielstand festlegen, aber klar doch. Ja. Ja, und bis zum nächsten Mal, Leute.